Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Maya-Kalender am 4. Juli 2019. Die alte Mayas, und das war eine Hochkultur, sie haben ein ganz präzises Kalendersystem gehabt. Im Einklang mit der Natur und im Einklang von kosmischen Einflüssen. Ein Teil wurde von diesem Kalender zerstört durch die Inquisition, aber ein Teil ist noch erhalten geblieben. Auch wenn das für uns etwas fremdartig erscheint, ich möchte diese Kalender bekannt geben. In diesem Maya-Kalender gibt es 20 Wellen. Und diese Wellen bedeuten Schwingungen, Frequenzen. Eine Welle dauert 13 Tage lang. Die Zahl 20 und die Zahl 13 ist die heilige Zahl der Mayas. Wir befinden uns im 16. Welle bis 6. Juli 2019. Über diese Welle regiert Kib, und das ist das Symbol dafür, bedeutet Eule. Das ist die Welle des Wissens und die Welle des Verzeihens. Regiert von Eule, verbunden mit der Fähigkeit, im Dunkeln zum Sehen, dort die Weisheit zu erlangen, und das bedeutet, in die Tiefe schauen. Alter Schmerz loslassen, befreien von etwas, und bedeutet auch inneren Weisheit, inneres Wachstum. Die heutige Tag ist der 11. Tag dieser Welle und regiert von Zahl 11. Die Mayas haben das so gezeichnet. Eine Linie ist Zahl 5, das zweimal ergibt 10 und 1 dazu, 11. Welle. 11. Tag. 11. Tag dieser 16. Welle. Die Zahl 11 gilt bei Mayas als Meisterzahl. Etwas meistern in unserem Leben, was etwas komplizierter erscheint, Probleme lösen, die schwere Energie vereinfachen, verfeinern. Die heutige Tagesenergie zeigt sich Kimi, übersetzt bedeutet Welten, Überbrücker oder Tod. Es ist nicht unbedingt einen psychischen Tod bedeutet oder Todesfall, sondern etwas loslassen, etwas zum Ende bringen. Tod und Wiedergeburt. Eine Wandlung mit Hingabe und Befreiung. Stirb und werde. Viele Dinge werden wir jetzt gerade loslassen. Es ist nichts anderes als ein Wechsel. Die Tag eignet sich ganz gut dazu, entspannen, meditieren, eine Vorstellung zu haben von idealen Zustand. Alter Schmerz loslassen, befreit zu sein von Ängsten. Das ist gerade diese Weltenüberbrückung, was diese Energie oder Kimi hier symbolisiert. Die heutige Krafttier ist der Rabe. Und das war die Botschaft aus diesem Maya-Kalender. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.